Hey Leute und herzlich willkommen zu Part 48 unserer F1 2021 My Team Karriere hier auf meinem Kanal. Falls ihr den letzten Part verpasst habt, schaut da unbedingt rein. Wir sind in Portugal gefahren und Vettel hat im dritten Rennen endlich seinen ersten Sieg für unser Team geholt. Für uns persönlich war es nicht das allerbeste Rennen, wie auch schon letzte Saison in Portugal. Aber war trotzdem richtig, richtig geiles Rennen. Schaut da auf alle Fälle nochmal selbst rein, falls ihr es bisher noch nicht getan habt. Und ja, heute steht mal wieder der große Preis von Monaco an. Das allseits beliebte Straßenrennen. Mal schauen, wie wir da abschneiden. Sind letztes Jahr aufs Podium gefahren. Ich hoffe mal, das können wir dieses Jahr auch machen. Dafür wäre schon mal wichtig, dass im Idealfall es hinkriegen, dass wir einen One-Stop machen können. Das wäre schon mal ja, sehr, sehr von Vorteil, das mal zu sagen. Und ja, dann schauen wir dann einfach mal, was wir da oder wie wir da abschneiden, aber wenn wir schon mal einen One-Stop hinkriegen, wird das auf alle Fälle schon mal sehr, sehr gut für uns sein, weil der ist wirklich schon sehr, sehr wichtig rund um Monaco, damit man hier eine gute Ausgangslage hat. Aber ja, groß was zu tun haben wir gar nicht, können gleich mal Richtung Grand Prix vorschreiten, Event und Chassis Department. Ja, minus 20. Thanks for dealing with that. The department appreciate it. Ich will jetzt nicht minus 20, ich will ja trotzdem noch schöne Moral haben. We had a major issue on the production line earlier this week. Was war das? The entire development package for this weekend. Nein, nicht das. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. Achso, ja. Das ist trotzdem noch fertig, bis man da gut, dann ist so gut. Das wäre sonst ein bisschen Glück gewesen, wenn das Getriebe Ding da nicht durch. Sag mal, was ist denn hier los? Geht bei der hier noch irgendwas durch oder? Weiß ich, habt da hohe Moral und da geht alles nicht durch. Das ist schrecklich. Oh Mann. Naja. Have another one for you. Ist so, we're happy regardless of what you choose. Nein, ich will nicht, dass Fokus runtergeht bei Vettel. Ich will, dass das jetzt weiter oben bleibt, weil jetzt mal ein bisschen weiter hoch geht. Ganz gut ist er immer noch nicht. Oh! Achso, das war das, was wir jetzt schon neu gemacht haben am Getriebe. Es war auch hundertprozentig, dass das durchgeht. Ja, das hier kann ich gar nicht machen, deswegen mach ich das. Weil ich kann halt diese ganzen Sachen nicht machen, wo Vettel halt als zweiter Fahrer besser wird, weil er halt komplett ausgemerkt ist. Thanks. Kann ich wenigstens gleich bei der Strapazierfähigkeit das eine Teil jetzt wieder neu machen. Am Getriebe haben wir jetzt alle drei durch, das heißt am Getriebe sollten wir jetzt hoffentlich nicht mehr so viele Probleme haben. Muss mal schauen, wie sieht es aktuell aus. Es wäre jetzt aktuell zum Schluss doch wieder ein bisschen knapper. Es kann sein, dass wir es jetzt schon nach Aserbaidschan auswechseln müssen. Aber na, wir schauen einfach mal. Haben jetzt erstmal nochmal wieder. Oh Gott, ey, wie viele Interviews sollen wir denn noch mit Bill Buxton haben? Das ist langsam wirklich schrecklich. Ja, ja, bitte, bitte. Wieso ist da immer ein Flooding? Wir haben kein Flooding. Ja, ja, haben die Situation ganz toll gehandelt. Have the highest employee satisfaction. Ja, ja, es sind auch immer die gleichen Fragen. Sources inside your team have described the environment as. Ja, ja. We've been hearing rumors that your teammates struggling to cope with the workload at the moment. Is there a worry this could start to impact their performance? Es ist halt wirklich, sind die genau die gleichen Fragen, wirklich eins zu eins die gleichen Fragen, wie schon im Preseason Video. Ja. Ja, ja. It's been wonderful to spend some time with you. Best of luck out on track. Bitte, bitte, aber das sind halt wirklich eins zu eins die gleichen. The team's income is looking very robust right now. Ja, ich weiß. It's time for you to have a think about our profit. Wo soll ich mein Geld denn noch rein investieren?
Wo soll ich das Geld noch rein investieren? Bitteschön, ich weiß es nicht. Aber ja, wir gehen jetzt auf alle Fälle mal dann rein jetzt ins Qualifying. Das vielleicht schon wichtiger ist als das Rennen an sich hier in Monaco. Und dann, ja, würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie das Ganze dann eben ausgeht. Dass wir auf alle Fälle hoffentlich ein bisschen kriegen, denn auf dem One-Stop hier zu fahren. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Qualifying. Ja, vorher hatte ich noch das Training gemacht und das war eine reine Katastrophe. Ich war tatsächlich 3 Sekunden hinter Mazepin auf dem letzten Platz, also eine reine Katastrophe eines Trainings. Ich hoffe mal, das geht jetzt hier im Qualifying nicht so weiter. Sind ja gleich mal am Ende unserer ersten Qualifying-Runde. Mal schauen. Sind letzte aber mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Kommen jetzt hier um die zweite Runde. Und haben uns über 1,5 Sekunden verbessert. Das bringt uns so gerade rein ins Q2. Sind auf Platz 15. War das, glaube ich, durchgekommen. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, sind auf Platz 16 sogar durch. Also wirklich auf der letzten Kante. Mazepin, Aikens, Sainz, Latifi, Giovinazzi und Schumacher sind raus. Und ja, jetzt Q2 und Q3 erzähle ich euch gleich nochmal, wurde tatsächlich nicht aufgenommen. Aber ja, Vettel ist zumindest erster, Hamilton und Russell 2 und 3. Mal schauen, ob wir dann jetzt weiterkommen. Wie gesagt, leider wurde das nicht aufgenommen. Ich erkläre euch das jetzt auch nochmal. Ja, so, jetzt ist leider mal wieder die Aufnahme weg gewesen. Ich glaube, diesmal ist tatsächlich eher der menschliche Fehler gewesen, dass ich einfach aus Reflex nach Q1 die Aufnehmen beenden-Taste gedrückt habe oder irgendwie so. Und irgendwie dann auch zum Glück war wieder die Aufnahme starten-Taste zu drücken. Ich weiß nicht, auf alle Fälle sind jetzt Q2 und Q3 nicht drauf. Ja, also ist wahrscheinlich das der Dummheitsfehler bei mir dahinter. Ja, aber wie gesagt, daraus, dass ich jetzt gerade schon Q2 und Q3 gesagt habe, könnt ihr darauf schließen, dass ich tatsächlich das Q3 erreicht habe. Und zwar war, das habe ich am Ende von Q1 gesehen, dass das in Q2 ziemlich sofort angefangen hat zu regnen. Deswegen bin ich gleich sofort am Anfang schnell Medium. Der manuelle Outlap, weil die ja schneller ist als diese fliegende Outlap halt. Und dann, ja, schnell meine Runde gesetzt. War noch der erste, es hatte schon ziemlich deftig geregnet, aber gerade so, dass ich noch schnellster war. Und so war ich jetzt letztendlich tatsächlich dann in Q1 erster. Vettel war zweiter hinter uns, hat die Zeit auf den Intermediates gesetzt. War noch auf den Medium-Reifen. Wir haben also auf alle Fälle die Chance, dann den One-Stop zu machen, was das Wichtige für mich war. Gut, die auf Intermediate-Reifen haben natürlich komplett freie Reifen, weil die ja nur mal Regenfolge reingefahren sind. Oder eben auf Regenreifen, das Q2. Ja, es gab nur eine Überraschung, die war dann aber auch ziemlich groß gleich, und zwar ist Danny Ricciardo raus gewesen, ich glaube dann auf Platz 13 irgendwie war das. Ja, und das natürlich ist schon ganz schön groß, wenn jetzt der aktuell Führende der Weltmeisterschaft auf einmal in Q2 raus ist und Monaco, ihr wisst, da kann man, oder kann, also ich kann da schon überholen, aber die KI kann da gar nicht überholen. Also für den ist wahrscheinlich nicht die allerbesten Aussichten, also hier diesem Game gegen Monaco. Auch eigentlich in Wirklichkeit wirklich nur über Strategie. Ja, auf alle Fälle waren wir weiter. Q3 war dann ein komplettes Regen-Qualifying durchweg. Sah bei uns eigentlich die ganze Zeit danach aus, als wären wir Erster. Ich bin dann eben schon ein bisschen früher rausgefahren mit den Intermediate-Reifen, haben dann 2 Runden hintereinander gemacht, weil der sich ja noch ein bisschen entwickelt erst. Die 2. Runde waren eben auch schneller als die erste. War dann auch Erster und dachte auch, das reicht. Die 3. Runde hat mich auch nicht mehr verbessert. Ja, und gut, der Rest hat sich dann doch zum Ende nochmal verbessert. So sind wir jetzt tatsächlich nur auf dem 8. Platz. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir das am Anfang des Wochenendes jemand
ja, angeboten, hätte ich den, glaube ich, auf alle Fälle genommen. Ja, also wie gesagt, tut mir mal wieder leid, dass wir das Golf eigentlich aufgenommen haben. Aber naja, ich versuche zu bessern, was das angeht. Aber jetzt gehen wir dann rein ins Rennen von diesem 8. Startplatz und schauen mal, was denn so geht. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 4. Runde dieser Saison. Der große Preis von Monaco. Ja, hier auf dieser historischen Strecke, die schon seit 1929 befahren wird von der Formel 1 etc. etc. Ja, schauen erstmal die Strecke an. Hat sich außer diesem Rennen im Layout gefühlt nicht verändert. Sehen hier immer noch diese wunderschöne Strecke, die kürzeste Strecke der Formel 1, daher auch die Strecke mit der höchsten Rundenanzahl. Kaum Platz für Überholmanöver hier. Die einzigen vermeintlichen Möglichkeiten aus dem Tunnel heraus in die Schikane oder vielleicht mal, wenn man sehr, sehr viel Selbstvertrauen hat, mal eine Waskas-Dive-Bomb, aber ansonsten eigentlich nicht für möglich sein, da gerade die Weltmeisterschaft. Ricardo führt aktuell 2 Punkte vor Vettel. Stummel schon ganze 17 Punkte dahinter. Mal schauen, ob er hier heute zurück schlagen kann. Startet vom Platz 6. Da wir noch 2 Good Penalties haben. Aber schauen erstmal auf die Startreihenfolge. Sergio Perez hat eine freie Strecke diesmal vor sich. Der Mexikaner startet von 1 mit seinem Teamkollegen Verstappen auf der 2, dann haben wir Sebastian Vettel und Leclerc, Russell, dann Stummel, Bottas ist 7. Luca Giotto und Williams, sensationeller 8. Dann haben wir Yuki Tsunoda und Lando Norris. Ricardo startet nur von 11, dann Alonso, Hamilton, Ocon, Stroll mit Mick Schumacher an seiner Seite auf 15 und 16, dann Giovinazzi und Latifi, 19. Da Sainz mit Gasly an seiner Seite und Nikita Mazepin und Jack Aitken runden das Ganze ab. Got some points on the board. Let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, da sind wir. Und unsere Situation hat sich gleich mal nicht zwingend verschlechtert. Und zwar starten wir anstatt auf Platz 8 von Platz 6, also schon ziemlich früh diese Saison wirklich schon Probleme bei unseren Konkurrenten, was die Abnutzung verschiedener Komponenten angeht. Letzte Woche in Portimao war ja auch schon irgendwer, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wer da Schaden hatte, waren wir auch schon irgendwie einen Platz weiter vorne. Wir ja noch nicht, aber ich denke mal, es wird auch die nächsten Rennen kommen. Und wir schauen mal. Uns wird hier ein Two-Stop von der Länge der Zeit her empfohlen, aber, und so würde ich das auch machen, wurde uns der One-Stop trotzdem ausgewählt vom Spiel, und so wird es nämlich auch sein. Dafür haben wir uns jetzt extra so vorbereitet, weil das hatten wir ja letzte Saison auch schon gemacht, dass einfach die Track-Position, und das ist ja auch in Wirklichkeit so, einfach der Schlüssel zum Erfolg ist hier auf dieser Strecke. Perez und Verstappen starten sogar auf den harten Reifen. Also das ist auch sehr spannend. Die haben sich dann ja beide höchstwahrscheinlich im zweiten Training auf den Intermediates qualifiziert, sodass sie sogar komplett freie Reifenwahl hatten. Also die dann beide auf hart sind, werden dann ist wahrscheinlich von hart auf medium andersrum. Also sehr variiert das Ganze, ansonsten erstmal viele hier vorne auf Medium. Jotto Williams, der jetzt sogar auf Platz 8 ist, also vielleicht sogar hier heute Punkte holt, startet auf den Soft-Reifen. Ja, aber ansonsten hier nur Medium und Hard. Also ja, mal schauen. Wir werden auf alle Fälle einen One-Stop machen. Mal schauen, wie denn die Reifenabnutzung so ist, auch bei der KI, ob die vielleicht sogar vom zweiten Stopp kommt, weil die irgendwelche Fehler machen oder so. Wir werden sehen. Erstmal müssen wir hier fehlerfrei durchkommen, das Ganze überleben. Aber ja, ich würde sagen, dann gehen wir hier rein
in diesen großen Preis von Monaco in Season 3 und hoffen mal, dass wir hier auch wieder eine gute Position abräumen. Ja, und da sind wir. 1, 2, 3, 4, 5 rote Lichter zum großen Preis von Monaco. Und los geht's. Das ist ein guter Start von uns. Viel besser als George Russell und Charles Leclerc. Weggekommen sind jetzt schon rein vor ihm in Saint-Evoire. Jetzt schon auf dem vierten Platz vor hinter Sebastian Vettel. Dahinter gerade nicht so viel Action. Hier mal Lando Norris gegen Yuki Tsunoda. Da kann sich Norris durchsetzen. Wir selbst derzeit gehen hier vorbei an unserem Teamkollegen, an Vettel. Sind vor ihm jetzt schon auf dem dritten Platz. Also haben jetzt schon drei Plätze gut gemacht hier am Start. Vor uns jetzt nur die beiden Red Bull. Mal schauen, inwiefern wir die denn beide jetzt einholen können. Wie schnell ist die Frage. Aber das ist auf alle Fälle schon mal ein guter Start. Verstappen schon fast eine Sekunde weg von Perez. Also vielleicht sollten wir zusehen, dass wir Perez so schnell wie möglich kriegen. Und nicht Verstappen zu weit weg schießen lassen. Dann haben wir derzeit Vettel jetzt hinter uns. Leclerc, Rossi, Giotto, Bottas, Norris, Tsunoda, Ricciardo, Hamilton, Alonso, Ocon, Stroll, Schumacher, Giovinazzi, Latifi, Mazepin, Sainz, Gasly und Jack Aitken ganz hinten. Aber das ist auf alle Fälle schon mal ein guter Start. Und dann in Runde 2 kommen wir hier raus aus dem Tunnel rein in die Schikane und gehen hier gleich mal auf die Innenseite von Perez. Mal schauen, kommen wir tatsächlich vorbei am Mexikaner. Damit sind wir jetzt eben auch auf dem zweiten Platz. War ziemlich mit der Brechstange, haben da auch zugegebenerweise die Schikane ein ganz kleines bisschen abgekürzt. Aber anders kann man hier einfach nicht überholen. Runde 6 sind wir jetzt schon. Das passiert halt absolut gar nichts. Wir hängen jetzt die ganze Zeit irgendwie 2 Sekunden hinter Verstappen. Von der KI in der Zwischenzeit nicht ein einziges Überholmanöver. Also es fängt schon wieder so an wie letzte Saison. Aber jetzt sind wir in Runde 9, sind oder haben mittlerweile an Verstappen aufgeschlossen und kommen hier wieder aus der Schikane. Diesmal mussten wir sie auch nicht abkürzen und kommen hier gut raus. Sind wieder auf der Innenseite und kochen auch Max Verstappen ab und sind damit jetzt in der Führung dieses großen Preis von Monaco. Damit sind wir jetzt schon, ja, 6 Plätze hochgegangen oder 5 Plätze, weil wir sind von 6 gestartet, sind das 6 oder 5 Plätze, ist mir auch egal. Auf alle Fälle jetzt innerhalb von 9 Runden eben so weit hochgekommen. Und ja, ich mache dasselbe wie letzte Saison, weil mir einfach nichts einfällt. Fahre ich doch einfach mal eine Runde hier mit euch wieder on board rund um diese Strecke und man sieht wirklich, wie eng das hier ist, wie knapp das auch ist. Also man kann auch verstehen, dass die KI sich hier wirklich sehr schwer tut zu überholen, beziehungsweise es einfach gar nicht schafft, weil ja die einfach nicht das Selbstvertrauen haben, hier mal irgendwo ein Überholmanöver zu machen. Selbst ich tue mich hier ja wirklich sehr, sehr schwer. Das ist auch ein bisschen schade mittlerweile an diesem Formel 1 Spiel, dass hier einfach wirklich gar nichts mehr los ist. Aber in Wirklichkeit war ja auch nicht wirklich viel sehr spannendes los hier, also das so ein bisschen eben die Sache. Aber naja, mal schauen, vielleicht wird das in den nächsten Spielen ja besser, vielleicht jetzt auch mit den 22er Autos. Mal schauen, ob die hier vielleicht ein bisschen besser rumkommen. Aber ja, hier habe ich euch jetzt nebenbei mal schnell eine Runde mitgenommen. Dann in Runde 19 komme ich und Verstappen auch beide rein zu unserem ersten und auch einzigen Stopp auf die harten Reifen eben, beziehungsweise Verstappen jetzt auf die Medium Reifen. Er war ja auf den harten Reifen gestartet, das heißt, er hat jetzt von den Reifen her einen Vorteil. Ist jetzt die Frage, ob wir ihn auf den harten Reifen hinter uns behalten können, aber hier in Monaco die KI hinter sich zu halten, ist eigentlich nicht die aller schwerste Aufgabe, um es mal so zu sagen. Also die tut sich ja schon gegeneinander sehr, sehr schwer, sie zu überholen und dann den Spieler zu überholen. Da tut sie sich ja nochmal ein bisschen schwerer. In der Zwischenzeit war Danny Ricciardo auch noch an der Box. Lewis Hamilton war auch noch mit dabei. Perez jetzt mal kurz in der Führung, aber die kommen natürlich auch gleich alle an die Boxen. Derzeit sehen wir hier mal, wenn ihr wollt, ein erstes richtiges Duell zwischen Giotto und Ricciardo. Giotto geht ja aber noch vorbei, hatte noch den Overspeeder aus der
Kurve Ricardo, der gerade aus der Box kam. Und ja, eine Runde später eben jetzt auch Perez, Leclerc, Vettel, Russell alle an der Box jetzt, sodass wir jetzt wieder die Führung übernehmen sollten. Perez geht da vorbei an Vettel, ganz knapp, sogar, also fast Vettel, der da Perez in der Boxengasse überholt. Aber ja, dadurch sind wir und Verstappen jetzt erstmal wieder erster und zweiter. Verstappen, der da auch schon auf die Medium-Reifen sehr, sehr gut Druck ausübt gegen mich, ist halt die Frage, ob das für ihn reicht. Wie gesagt, wird sehr, sehr schwer für ihn auf alle Fälle. Bottas hier aktuell auf dem 9. Platz. Lance Stroll kriegt eine neue Nase tatsächlich. Schauen uns gleich mal an, was der hatte. Also hier sehen wir es, war eine Runde vorher in Kurve 1. Kommt ja hier ein bisschen zu weit raus und berührt da die Mauer, deswegen er eben mit Frontflügelschaden. Und ja, Nicola Latifi hat tatsächlich das gleiche Schicksal erwischt, muss ja auch den Flügel wechseln. Auch er hier in der ersten Kurve zu weit rausgekommen. Weiß nicht, ob er da ein bisschen orientierungslos war wegen Giovinazzi, der da gerade aus der Boxengasse kam, man weiß es nicht. Aber ja, deswegen da auf alle Fälle die beiden mit Frontflügelschaden. In der Zeit jetzt Max Verstappen hier am Tunnel schon direkt hinter mir, kann aber nicht hier in die Schikane rein irgendeinen Move-Versuch liegen. Und jetzt kommt er aber, jetzt kommt er hier gegen uns. Sebastian Vettel und Pierre Gasly, oh, what has happened? We need to know who's going to come out in front, as we see Lance Stroll hitting the barrier and going over the curb one more time. Aber der TV-Direktor hat komplett Scheiß gebaut und guckt sich da an, wie Lance Stroll da durch die Schikane durchfährt. Also das ist wirklich eine reine Katastrophe. Hashtag kleiner Formel-1-Witz. Verstappen ist nicht vorbeigekommen an uns. Wir erstmal weiterhin auf den ersten Platz. Aber Verstappen versucht das gleiche nochmal hier und schafft es wieder nicht. Können vor ihm bleiben. Diesmal hat der TV-Direktor tatsächlich netterweise nicht umgeschaltet. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, jetzt in Runde 36 kommen doch nochmal ein paar Überholmanöver von uns, wenn wir das so nennen wollen. Nein, es sind nur Überrundung tatsächlich. Kam hier vor uns jetzt, glaube ich, Jack Aiken ist das. Dann noch Gasly und Mazepin davor. Also, ja, mal schauen. Wenn ihr wollt, sind das Überholmanöver. Sind an sich die ersten richtigen Überholmanöver, die wir hier sehen. Hier in Monaco, also jetzt mal abgesehen eben davon, die ich gemacht habe, die paar, aber jetzt so KI, bei der KI her noch nicht wirklich viel gekommen. Also hier mal wieder ein paar Überholmanöver von uns, auch wenn es gegen Autos sind, die jetzt hier nicht wären. Aber Gasly hier tatsächlich macht mir hier in Kurve 1 wieder die Tür zu. Also ich muss da wirklich über den Curb fahren, damit ich ihn da nicht hinten reinkrache. Also das fand ich ein bisschen frech von ihm. Und ja, Fun Fact, ob ihr es wollt oder nicht, tatsächlich macht Nikita Mazepin am besten Platz, muss ich sagen. Also das ist eigentlich nicht so realistisch, aber naja. Trotzdem danke natürlich an Nikita, auch dafür, dass er hier Verstappen dann zumindest ein bisschen in der Hanard-Kurve auffällt und so. Also das mal kurz nochmal Atempause für uns. Auch Sebastian Vettel lässt er ziemlich fair vorbei. Ja, aber der wird sich wohl auch heute kein Podium mehr holen. Wir haben tatsächlich noch ein paar Überholmanöver, denn Nicola Latifi geht hier rein gegen Aiken, die Raskas Divebomb, und er schafft der Aiken, der da gerade von den blauen Flaggen aufgehalten wurde. Also da tatsächlich das erste richtige Überholmanöver und dann gleich so eine Raskas Divebomb von der KI, natürlich sehr, sehr schön, auch wenn Aiken da eben ziemlich wehrlos war wegen den blauen Flaggen. Und ja, Aiken vorher auch schon durch die blauen Flagge mit einem anderen Überholmanöver, und zwar gegen Pierre Gasly, den er da überholt hat. Und für Gasly wurde es gleich sogar noch schlimmer, denn er musste nochmal hier gleich anhalten. Und dadurch ist sogar noch Nicola Latifi durchgezogen. Also die blauen Flaggen bescheren uns dann tatsächlich doch noch ein paar Überholmanöver der KI. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Aber ja, das war dann auch alles, was da kam von der KI. Fahren hier durch die letzten Kurven und gewinnen dann tatsächlich hier den großen Preis von Monaco.
vor Verstappen kommen hier. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Endlich mal wieder ein Rennen gewonnen. Das erste Rennen dieser Saison. Das erste Mal, dass wir hier in Monaco gewonnen haben. Also ja, wie gesagt, sehr, sehr schön. Sind auch Fahrer des Tages geworden. Hinter uns dann eben die beiden Red Bull auch sehr stark gewesen. Verstappen und Sergio Perez, Vettel Vierter. Also das ist natürlich sehr, sehr wunderschön hier. Und ja, damit können wir, glaube ich, dieses Rennen sehr, sehr schön beenden. Sehen uns hier nochmal aus dem Auto rauskommen, nochmal Handshake mit Verstappen, so muss das natürlich sein. Und ja, der Rest ist natürlich pure Freude hier bei unserem Team, das sich sehr, sehr schön freut. Ja, also das natürlich wirklich mal wieder sehr, sehr schön zeigen, dass unser Auto auch noch in meiner Hand fahren kann, nicht nur in der von Vettel. Da kommen wir aufs Podium, ja. Also, wunderbares Rennen von uns. Ja, Leute, da sind wir und haben endlich mal wieder ein Rennen gewonnen. Also, ja, auch diesmal bin ich wieder ein bisschen verschwitzt, weil, ja, war nicht ganz so einfach, aber letzten Endes haben wir tatsächlich zum ersten Mal diesen My Team Career Mode, den großen Preis von Monaco gewonnen, nachdem wir beim letzten Mal ja hier schon auf dem Podium standen, ja, gleich die ganzen wichtigen Überholmanöver in den ersten Runden gemacht und dann eben eigentlich nur noch die Führung gegenüber Verstappen verwalten. Das ist einfach, die KI kann einfach in dieser Strecke nicht überholen, und wenn man da halbwegs vernünftig sein Auto platziert, da hat man eigentlich auch schon gewonnen. Also von da aus ging das, denn trotzdem der Fight gegen Verstappen ziemlich intens. Dann haben wir Dritter ist dann Perez geworden, Vierter Vettel, und das bringt ihn tatsächlich erstmal wieder an die Spitze, oder zum ersten Mal eben an die Spitze hier der Fahrerweltmeisterschaft. Wir sind Zweiter mit 2 Punkten hinter ihm, Ricciardo jetzt runtergerutscht auf den dritten Platz mit 9 Punkten Abstand zu Vettel, dann Verstappen 12 Punkte, und dann wird schon ein bisschen mehr im Abstand. Aber trotzdem, ja, schon mal ganz gut das Ganze. Können gleich bei den Konstrukteuren gucken. Da sind wir jetzt schon 38 Punkte vor McLaren. Derzeit überholt Ferrari, Mercedes für Platz 4. Williams tatsächlich durch Giotto auf mit ihren ersten Punkten diese Saison. Damit jetzt Williams vorgerückt auf den 7. Platz. Alpha Tauri immer noch ohne Punkte. Tsunoda diesmal wieder nur 12. Da ist Martin bisher auch noch ganz, ganz schwach. Schumacher immerhin 15. Ecke diesmal leider nur 21. Aber ja, ich glaube, das war insgesamt trotzdem, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Rennen. Und damit können wir, glaube ich, dann den Part hier auch beenden. Dann, ja, lasst gerne ein Like da, wenn euch der große Preis von Monaco hier gefallen hat. Lasst auch noch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt, um keine weiteren Rennen zu verpassen. Rennen zu verpassen, je nachdem, wie ihr es sagen wollt. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal gleich weiter zum nächsten Stadtrennen nach Aserbaidschan. Bis dann, Leute. Mach's gut, bleib stabil. Ciao, ciao!